Hi, ich möchte mich vorstellen. Ich bin das Böse. Ja, ich weiß. Bla bla bla. Bla 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 bla. Das Problem ist, ich glaube, wir müssen ihn jetzt bis zum Kamehameha bringen, weil sonst sind wir wahrscheinlich tot. Ich glaube, so ist es nämlich hier gedacht. Weil wenn wir jetzt beide sterben, dann wird nicht die Sequenz kommen, sondern wir sind dann wahrscheinlich einfach nur tot. Und das dauert halt. Aber vielleicht kennen das einige von euch, was mir halt früher so auf den Sack ging, das war. Hier dauert es nicht so lange, aber das waren so Sachen bei so Rollenspielen. Ach, ich glaube, schon auf zu reden. Wir machen einfach nur einen Walkthrough. Ich kann nicht reden bei dem Spiel. So, ja, jedenfalls hast du da stundenlang an irgend so einem fetten Zwischen-Endboss-Gegner hast du da rumgekämpft und dann kam von diesem blöden Vieh irgend so eine Sonderattacke und er hat erstmal die Hälfte deiner ganzen Truppe hat er erstmal weggesenzt und dann hast du keine Chance mehr, weil meistens war der Heiler dabei, weil der nämlich am wenigsten Lebenspunkte hatte und ach. Es war nicht schön. Es war nicht schön. Es waren ganz schlimme Zeiten für mich. So. Ja, und da habe ich dann halt viele Sachen, die eigentlich gut waren, einfach mal so aufgehört. Das hat mich geprägt. Ich bin halt deswegen etwas verstört. Bis heute. Und ich bin einer der Leute, man merkt es mir halt an, wenn man mich genau beobachtet. Ich hehle die Banane zum Beispiel falsch rum. Das Problem haben ja viele, die haben wahrscheinlich auch alle irgendwelche Rollenspiele damals gespielt und sind nicht weitergekommen. Das ist echt so ein Problem. Oder so Klopapierverpackungen. Ich reiß die einfach so auf, obwohl da eine Öffnung ist. Wenn man mal genau hinguckt, da ist eine Öffnung, aber man benutzt sie einfach nicht, diese Öffnung. Man reißt es einfach so auf. Wie so ein Irrer. So. Das ist schlimm, das ist schlimm. Und das macht mich auch körperlich, macht mich das immer. Es ist bei mir wirklich so, es macht mich körperlich völlig fertig und auch müde. Das ist auch der Grund, warum ich so viel Energy Drinks verbrauche. Ich bin körperlich komplett fertig. Eigentlich, ich müsste. Vom Gefühl her bin ich 80. Und das ist nicht schön, das könnt ihr mir glauben. Das macht einfach. Nee. Das funktioniert nicht. So, ich habe auch schon hier. Ich habe auch Rente und so beantragt. Die haben auch gesagt: Nee, die Geschichte ist ein bisschen. Also, nee, bitte gehen Sie. Ich weiß nicht, was denn ihr Problem war, aber ich. Und das alles nur durch diese Rollenspiele. Mit diesen blöden, rundenbasierten Kämpfen. Da sitzt du manchmal bei manchen Rollenspielen, sitzt du wirklich da und denkst du, na los Leute, ladet euch auf. In der Zwischenzeit habe ich mir Kaffee gekocht, war einkaufen, bin auf Toilette gegangen, komm zurück und die waren erst bei der Hälfte, bis der Balken sich aufgeladen hat. Also, ich weiß nicht. Es geht nicht. Nee, nee, das geht nicht. Okay. So. Letzter Angriff. Daneben. Natürlich. Das ist die Geschichte meines Lebens. Ich hau daneben. Super. Ach Gott. Seht ihr, was passiert, wenn man daneben haut? Das war's. Man stirbt. Man stirbt. Relativ alleine. Weil eine Person, seht ihr, eine Person ist da. Das ist schlimm. Ich weiß nicht, wie es gekommen wäre. Vielleicht wäre ich ja Manager. Vielleicht wäre ich ja irgendein Filmstar oder sonst irgendwas. Wenn das damals halt nicht passiert wäre. Vielleicht würde ich die Banane richtig rumschälen, aber es ist halt so, wie es ist, ne? Das ist schade. Das ist schade. Jetzt habe ich auch noch das Falsche gedrückt. Ich habe mich geheilt. Warum habe ich mich geheilt? Ich nehme jetzt Babamut. Babamut. Oh, was für eine krasse Animation, nachdem ich sie 20.000 Mal gesehen habe. Yeah. So.
So, wieder mal 728 abgezogen. Ich glaube, ihm geht's auch langsam ein bisschen auf den Sack. So. Ich habe Angst, zurückzulaufen. Ernsthaft. Ich kann aber auch nicht speichern. Ich kann hier nicht speichern. So, wenn ich jetzt zurück... Ich laufe mal hier unten lang. Ne, ich laufe hier nicht lang. Da geht's nicht lang. Ich laufe hier unten lang. So, es kommt bestimmt wieder eine Vierergruppe. Nein, eine Zweiergruppe. Zwei Piranhas. Juhu. Und im Hintergrund sehe ich schon... Seht ihr das? Das ist so gemein. Im Hintergrund kommt schon wieder so eine Röhre aus Boot und da kann ich nicht vorbeilaufen. Weil ich behindert bin. Das ist wie bei Resident Evil 4. Da ist es genau der gleiche Mist. Du kannst zwar rein theoretisch, da sind überall Monster und Zombies und der Tod. Wie wäre es, wenn du hier über diesen kleinen Zaun springst? Nein, ich kann nicht springen. So. Lass mal ein Blatt machen. Jo. Der zieht mir 21 ab. Wenn ich mich jetzt heile, kriege ich wie viel wieder? Bestimmt 20. Nein, 36. Ui. Das könnte länger dauern. Wir müssen das jetzt machen, damit wir dann wenigstens voll sind, wenn wir wieder zurückkommen. So, Angriff. Wenn ich nur ein, zwei Level mehr hätte, dann könnte ich den one-hitten. Yo, Level 11. Okay, wenn ich nur ein Level mehr hätte, dann könnte ich die one-hitten. Scheint sich das auszuzahlen, wenn ich gerade den langen Weg gehe? Eventuell. Außer natürlich vor den rettenden Toren. Dann wird wieder so eine Gruppe mit 20 Monstern kommen. So, 36. Er zieht mir 17 ab und er zieht mir 21 ab. Sind 38. Yo! Super! Ganz toll. So, jetzt kann ich mich wieder stückchenweise nach oben leveln, heilen. Es ist so bescheuert. Okay. Guck mal, ich heil mich. Er trifft mich. Ich heil mich. Er trifft mich. Was soll das? Ich weiß, das ist das Prinzip dieser Spiele, aber... Irgendwie, ja, und ich ziehe ihn 19 ab. 19! Eben habe ich 33. Ja, jetzt treffe ich 32. Kann ich nicht vorher 32 treffen? Nein, das wäre ja zu einfach. Leck mich. Hä? Okay, ich wollte schon sagen, was ist das? Eine unsichtbare Wand? Ja, solche Gegner... Es ist okay, wenn immer zwei Gegner kommen oder wenn die hier kommen. Das ist alles gut. Das ist in Ordnung. Gerne mehr davon. Aber bitte nicht diese Vierergruppen. Dann habe ich nämlich absolut keine Chance mehr. So, komm, hier. Mach Schaschlik aus dir. Gut, jetzt heile ich mich. Aber danach mach Schaschlik aus dir. Nee, da. Yo. Okay, okay. Es sieht gut aus. Leute, ihr könnt weiterfahren. Ihr braucht mich nicht abholen. Ist alles wieder gut. Falls ihr es gehört habt, da ist gerade ein Krankenwagen vorbeigerast. Komm schon. Nochmal heilen, weil man weiß es ja nicht, ne? Kann ja niemand voraussehen. Dann sofort speichern. Es ist mir egal, ob die Alte jetzt tot ist. Mir reicht's. Ich werde sofort speichern. Dann hat sie halt Pech gehabt. Wie kann sie auch da sterben? Nicht mein Problem. Ich bin wieder da. Ja. Ja. Was? Ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen und Kaeris retten. Woher weißt du, dass sie tot ist? Moment mal. Das wussten nur die Bösen und ich. Seltsam. So. Dann, ja gut, dann scheint es eben doch so zu sein. Geh weg, geh. Nicht so zu sein. Das ist eigentlich dieser Schmetterling. Jetzt mal ganz ehrlich, wie blöd ist dieser Schmetterling? Fliegt doch einfach etwas höher oder fliegt doch einfach in eine andere Richtung. Es geht gegen die Hauswand rein.
Nö, warum auch? Ja, du hast ja schon die ganze Zeit getrauert. Also an deinem Zustand hat sich nichts geändert. So. Mal gucken, was der Onkel sagt. Ich meine, wie kann man ein kleines Kind losschicken, um irgendwie die Welt zu retten? Das ist also... Mir fällt gerade auf, eigentlich ist es bescheuert. Wir haben dort das Spiel begonnen, wir standen einfach im Nichts, ne? Und hatten auch nichts, wir hatten ja nicht mal Ton, nicht mal Farbe oder sonst irgendwas. Und jetzt retten wir die Welt. Wann ist das passiert, zum Teufel? Wann sind wir zum Weltretter geworden? Ich verstehe es nicht so ganz, weil wir standen einfach nur in der Prärie rum. So, Kaeris mag nicht mehr unter den Lebenden weilen, doch ich spüre ihre Gegenwart. Ich weiß, dass sie Andi begleitet. Ihre Kraft wird für immer mit ihm sein. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Das ist also... okay. Ich kann nicht fassen, dass Kaeris tot ist. Das ist ein trauriger Tag für die Annalen von Aogai. Ich lasse es mal so... Ich lese es euch nochmal vor. Das ist ein trauriger Tag für die Annalen... von Aogai. Gut, ich glaube, das reicht. Ihr Tod war nicht umsonst. Sie hat ihre Kräfte auf Andi übertragen, damit er die Annalen von Aogai retten kann. Nun seid ihr unsere einzige Hoffnung, Sephiroth zu besiegen. Er wird in den Annalen des Mana-Baums stecken. Okay. Ja. So. Mit der Kraft von Kaeris werdet ihr stark genug sein. Ich glaube an euch. Wir alle glauben an euch. Kommt vorbei, wenn ihr etwas Zeit habt. Vielleicht kann ich helfen. Wir sind alle verdammt. Okay, einen gibt es immer in der Gruppe. Einen Partypooper gibt es immer, der die ganze Stimmung versaut. Gut, er hält aber sonst die Fresse und sagt nichts weiter, dann passt das. Die meisten von uns glauben an... was? Die meisten von uns glauben an euch. Ist das euer Ernst? Ich bin der Einzige, der ein Schwert hat. Okay. Nicht übel, oder? Also ich finde es nicht gerade sehr beeindruckend, wenn, wenn da jemand kommt, ja, du rettest die Welt, du hast den und den besiegt und das und jenes gemacht. Die meisten von uns, ja, die glauben an dich, ne? Aber da gibt's so diese kleine Gruppe. Die Gruppe der Annalen. Gar nicht übel. Ich glaube fest an... was? Okay, das war doch nicht schon gesagt. Dann habe ich es jetzt einfach weggedrückt. Ist egal. Ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen und Sephiroth besiegen. Ein für alle Mal. Ich gebe euch mein Luftschiff. Nur damit gelangt ihr zum Mana-Baum. Das Schicksal der Welt liegt in euren Händen, Andi. Genug gelaufen. Wir kommen an Bord von Air Evolent. Mhm. Dann jetzt? And now? Hallo? Hallo? Ihr müsst den Mana-Baum aufbrechen und... was? Nördlich der schwarzen Zitadelle. Vergesst nicht, dass ihr nun mit dem Luft... achso, ich glaube, ich muss einfach nur hier raus und dann... ja, diese Musik macht mich sehr depressiv. Deswegen hier schnell weg. Weg hier. Weg hier. Einmal speichern. So, jetzt ist Kaeris... immer tot. Pech gehabt. Hätte ich jetzt auch da runter... ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich ja unten rausgekonnt. Keine Ahnung. So, jetzt wird geflogen. Oh, diese Musik ist echt... also, diese Musik macht einen richtig, richtig fertig. Nein! Seht ihr, wo das Luftschiff steht? Ach komm schon! Ach, aber wenigstens ist die Musik weg. Ihr vergesst aber schnell den Tod einer geliebten Mitbürgerin. Hauptsache, sie wurde mit einem zweideutigen Wort kurz erwähnt. Ja, ja. Aber das ist schon, ist, ja, Story of my life, ne?
da denke ich mir, ich gehe nicht hier unten raus, weil wäre ja zu einfach. Und dann steht das Luftschiff hier unten. Warum denn auch nicht? Boah, jetzt hier. Boah. Kann ich jetzt überall lang? Überall? No. Oh. Ne, von hier wird's immer... Gibt's ja irgendwo was Interessantes? Ich glaube, von hier sind wir gekommen, oder? Jetzt mal hier lang und hier lang und... Alter, was eine Steuerung. Was eine Steuerung, ich bin entsetzt. So, alles gesehen, alles überflogen. Hier kann ich natürlich super, super, super einfach fliegen. Also hier, da ist diese Höhle. Und wir könnten, da ist der Mannebaum. Ich sehe ihn. Ist es dann vorbei? Das Spiel, schon. Oh, ich habe das Flugschiff weggezaubert. Irgendwie macht das Laune. So, einmal runter. Aber irgendwie passt das Flugschiff nicht so richtig rein. Das sieht ein bisschen aus wie Star Wars. So. Was? Angriff. Mal gut. Ja. Ihr kriegt auch euer Feedback hier, bitteschön. Einen für dich. Und noch ein Löffelchen für dich. Ach, hast nicht alles aufgegessen? Dann gibt es noch ein Löffelchen für dich. So, sehr schön. Da steht bestimmt die Banane auch falsch rum.